Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und heute steht mal wieder ein Vorbereitungsspiel an, und zwar gegen Langenberg-Benteler. Die spielen in der Kreisliga A im Kreis Gütersloh. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob heute mehr nach vorne geht als gegen den Westfalenligisten. Habe ich mir auch fest vorgenommen in diesem Spiel. Und zwar spielen wir in einem 4-2-3-1-System. Ich spiele diesmal auf der rechten Seite, nicht auf der linken Seite. Und wie gesagt, das Ziel ist es auf jeden Fall, mehr Aktionen nach vorne zu bekommen. Ordnung sah im letzten Spiel defensiv auf jeden Fall schon ganz gut aus. Und jetzt gegen eine Kreisliga A-Mannschaft ist es auf jeden Fall das Ziel, mehr Offensivaktionen zu bekommen. Beziehungsweise das ist auf jeden Fall auch mein Ziel für die ganze Vorbereitung, mich da auf jeden Fall noch zu verbessern, mehr ins 1 gegen 1 zu gehen und einfach mehr gefährliche Szenen zu kreieren. Starten wir direkt rein in die Partie. Jetzt erstmal Ballbesitz für uns. Das war auf jeden Fall gut gelöst. Man sieht aber auch, der Gegner geht jetzt schon ein bisschen drauf. Also die stellen sich nicht komplett hinten rein. Das war ein richtig schöner Flugball auf meine Seite, ich jetzt hier mit dem Ball. Und da muss ich sagen, hätte man auf jeden Fall schneller spielen können, beziehungsweise schneller vielleicht auch ins 1 gegen 1 mit dem Gegner gehen können. Das ist nämlich genau das, was ich mir noch angewöhnen muss, beziehungsweise wo ich mich verbessern muss. Mehr ins 1 gegen 1, mehr zur Grundlinie, mehr mit Tempo auf die Viererkette zu. Aber ist ja auf jeden Fall noch Zeit, und in den nächsten Vorbereitungsspielen beziehungsweise in der nächsten Zeit ist das auf jeden Fall ein großes Ziel von mir. Hier in der Szene sieht man nämlich genau auf der anderen Seite das, was ich mir mehr angewöhnen muss und was ich mehr machen muss. Direkt im Tempo Richtung Tor gehen. Nächste Aktion jetzt hier über die Seite, kriegt dann den Pass und zieht dann in die Mitte, damit der Außenverteidiger schön auf Außen den Ball kriegen kann. Kriegt den jetzt auch. Das war auf jeden Fall schön gespielt. Und jetzt kommt die Flanke in die Mitte, kommt aber nicht ganz dran. Wäre auf jeden Fall eine gute Torschance gewesen, wenn die Flanke ein bisschen kürzer gewesen wäre. Ich glaube, aus der Szene entwickelt sich jetzt aber nichts mehr. Nächste Aktion, jetzt habe ich hier auf Außen den Ball, will dann nach vorne spielen, ist aber nicht wirklich jemand frei, und dann einfach mal hinten rumlaufen lassen. Man sieht, man wird nicht wirklich angegriffen, also klar, der Gegner läuft einen an, aber das ist jetzt kein aggressives Pressing. Die stehen trotzdem sehr hoch, und da gilt es dann halt einfach mit Geduld die Lücke zu finden, sich ein bisschen durchzukombinieren. Jetzt aber erstmal ein Angriff für den Gegner, hier gar nicht so ungefährlich, also ich glaube, das ist 20 Meter vor dem Tor. Führt er dann schnell aus, und auf Außen hat er jetzt Platz, dribbelt da unseren Außenverteidiger aus, legt in die Mitte, und dann gibt es einen Torschuss, und es steht 1:0 für den Gegner. Machen natürlich mit der ersten Aktion jetzt das 1:0. Sehr unglücklich, aber das haben sie auch sehr, sehr stark gespielt. Waren da einfach nicht komplett wach bei dem Freistoß. Und direkt im Anschluss die nächste Aktion ist ein Rückpass, deswegen kann er den nicht in die Hand nehmen. Jetzt hier gibt es den Abschluss, und es steht einfach direkt 2:0. Der Schiri gibt aber Handspiel, und das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal in der Zeitlupe an. Also das wäre jetzt richtig bitter gewesen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Tor gegeben hättet. Also die neue Regel besagt halt, wenn der Ball irgendwie an der Hand war und danach ein Tor fällt, zählt das Tor nicht. Trotzdem sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, dass es jetzt hier nicht 2:0 steht. Jetzt aber hier mal der nächste Angriff für uns. Da entsteht aber nichts draus, passt dann doch zu kurz, beziehungsweise keiner in den Raum gelaufen. Jetzt hier überragend das Kopfballduell gewonnen. Da verpasse ich den Moment vom Abspiel, halte den Ball dann ja viel zu lange eigentlich, ist dann aber auch keiner wirklich frei. Und man sieht auch, der Gegner macht jetzt nicht wirklich Druck auf den Mann. Also man hat zwar den Ball, aber auch wenn der Gegner nah dran ist, hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie Druck da ist. Jetzt hier ein richtig geiler langer Ball, und das ist eine Riesenchance. Geiler Run von unserem Linksaußen, da sieht man einfach dieses geile Tempo. Über Außen den Flugball bekommen, und ja, das muss ich mir auf jeden Fall auch noch angewöhnen, diese Läufe zu machen. Richtig geil, schade, dass da jetzt kein Tor rausgefallen ist. Nächste Aktion jetzt hier, Ballgewinn auf unserer Seite, da bin ich am Ball, spiele in die Mitte, ja, weitergespielt, und jetzt gibt es den Pass auf Außen, da ist unser Zehner, wird da jetzt was draus, geht ins 1 gegen 1, dribbelt den ersten aus, ich bin auf jeden Fall im Rückraum, und dann ist das aber ein Ballverlust, hätte noch ein bisschen besser zu Ende gespielt werden können, aber wir haben jetzt mehr Anteile, erobern öfter auch mal den Ball. Jetzt habe ich hier den Ball auf Außen, Einwurf schnell ausgeführt, kommt wieder zurück zu mir, und den lassen wir, glaube ich, ein bisschen laufen. Nächste Aktion jetzt, unser Innenverteidiger hat mal den Ball, versucht den Ball über die Viererkette da zu chippen, da wäre ich auf jeden Fall am Start gewesen, auch nicht im Abseits gewesen. Und genau diese Runs, wenn da der Ball kommt, das wird auf jeden Fall dann immer gefährlich auf der Außenbahn. Und jetzt hier eine Balleroberung von mir, spiele ich raus auf unseren rechten Verteidiger, kriegt den Ball dann wieder. Aber man sieht direkt, Gegner ist auch mit 8 Mann da hinten, die Ketten stehen. Und deswegen wird der Ball einfach weiterlaufen gelassen, wieder hinten rum.
und auf der anderen Seite wieder versucht. Jetzt nächste Aktion, mal Überzahl, beziehungsweise schnell gespielter Angriff, rechts raus wieder auf mich. Ich habe auf jeden Fall viele Ballaktionen, ziehe dann in die Mitte, spiel wieder auf außen. Das ist ein geiler Doppelpass und dann komme ich leider nicht ganz zum Schuss. Also kleines Missverständnis, unser Zehner lässt durch. Ich dachte, er legt den noch ab. Das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Chance gewesen und eigentlich auch ein richtig starker Angriff. Schade, dass der dann nicht komplett zu Ende gespielt wurde. Aber genau solche Szenen, sage ich ganz ehrlich, wenn wir ein bisschen länger in der Vorbereitung sind, wenn wir uns ein bisschen besser eingespielt haben, dann brennt es auf jeden Fall bei so einer Aktion und dann versteht man sich da auch auf jeden Fall besser. Hier schöne Schussaktion. Ja, nächste Aktion. Oh, und da hätte ich da den Ball erobert, wäre es auf jeden Fall auch richtig gut geworden. Und das war schon die erste Halbzeit. Liegen 0-1 hinten, hatten ein, zwei Torchancen. Aber ich muss sagen, nach vorne bin ich immer noch unzufrieden. Ich hatte zwar viele Ballaktionen, ich glaube keinen Ballverlust, aber einfach zu wenig Gefahr in der Offensive. Und starten wir weiter rein in die zweite Halbzeit. Ball jetzt hier beim Gegner in der Viererkette, geht raus auf den Außenverteidiger und den laufe ich an, kann jetzt hier den Ball erobern und jetzt muss es auf jeden Fall schnell gehen. Zieh dann in die Mitte, wird noch ein bisschen gehalten und zu Fall gebracht. Und was macht der Schiedsrichter jetzt? Der Schiedsrichter gibt 11 Meter, also 11er rausgeholt. Auf jeden Fall gut, dass mal so eine Offensivaktion hier belohnt wird. Und unser 11er-Schütze, der ist auf jeden Fall eiskalt in die Mitte geschossen. 1:1. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich den Elfer überhaupt selber gegeben hätte. Kann man geben, also ist er schon stark am Ziehen. Allerdings bleibe ich auch ein bisschen lange dann auf den Beinen. Vielleicht hätte ich mich direkt am Anfang fallen lassen können. Dann wäre es auf jeden Fall noch klarer gewesen. Jetzt Gegner hier mal im Ballbesitz. Passiert aber nichts, machen die Räume da gut zu, stehen eng. Und jetzt ist es auf jeden Fall das Ziel, das zweite zu machen und 2:1 in Führung zu gehen. Steht ja immer noch 1:1. Laufen den Gegner dann auch gut an und jetzt hier mal Ball raus auf die rechte Seite, auf unseren Außenverteidiger. Kriegt da Druck, können aber auf jeden Fall weiter rausspielen. Jetzt mal eine Aktion über die Mitte, unsere Nummer 6 und das ist ein Traumpass mit dem Außenriss hier in die Lücke gesteckt. Unser Linksaußen in die Mitte und es steht 2:1 oder auch nicht. Das war natürlich eine Riesenchance, aber ganz ehrlich, kann jedem mal passieren. Weiter geht's dann über unsere Nummer 14 im Spielaufbau. Der nächste überragende Flugball und unser Linksaußen mit der nächsten Aktion. Jetzt legt er wieder quer und diesmal ist der Ball dann auch drin. Spielstand jetzt 2:1. Richtig gut gemacht. Und dann ist Schluss für mich. Dann gibt es einen großen Wechsel. Also ich glaube 6 oder 7 neue Spieler direkt drauf. Ist ja immerhin auch noch Vorbereitung. Mit eingewechselt wird jetzt Tormaschine Niklas Senk. Mal gucken, ob er bestätigen kann, was er in den letzten Spielen gezeigt hat. Gibt jetzt hier einen schönen Flugball auf außen, der ist wirklich überragend gespielt. Jetzt haben wir mal richtig viel Platz hier und der Ball wird scharf in die Mitte gespielt und tatsächlich kann Niklas Senk das nächste Tor machen, kann hier bestätigen, was ich eben gesagt habe. Absolute Tormaschine und dafür könnt ihr ihm gerne mal ein Follow bei Insta dalassen. Checkt den Link in der Beschreibung, da geht's zu dem Jungen. Der hat auf jeden Fall auch noch einiges vor, richtig stark gemacht. Und ja, Spielstand jetzt 3:1, sind noch ungefähr 10 Minuten zu spielen. Jetzt hier eine Aktion von uns im 16er und unser Innenverteidiger hat den Ball. Jetzt hier der Ballverlust, für mich absolut klares Foul, also Ball hat der Gegenspieler auf jeden Fall nicht getroffen. Aber so ist das, Spielstand jetzt 3:2. Wird es nochmal spannend, ist jetzt hier die Frage. War natürlich ein bitterer Ballverlust, aber eigentlich trifft er nur unseren Spieler und gar nicht den Ball, deswegen wäre ein Foul gewesen. Aber so ist das. Jetzt hier Flugball auf Außen, wird gut verlängert. Man sieht auf jeden Fall gegen so einen Gegner, Flugbälle sind eine absolute Waffe. Hier jetzt über Außen kommen wir, gibt es da nochmal ein Tor. Starker Abschluss, Keeper ist aber dran. Also hier in der Szene passiert jetzt nichts mehr. Dann ist der Gegner nochmal am Start und da kann sich der Torwart mal auszeichnen. Ist leider nicht perfekt drauf, aber das war eine sehr, sehr gute Parade. Auch ein sehr, sehr guter Abschluss, muss man auch erstmal so nehmen. So, letzte Aktion, glaube ich, im Spiel. Gegner hat jetzt hier nochmal den Ball. Und ja, Kameramann hat auch schon Feierabend gemacht. Niklas Senk macht noch das 4:2 hier, nutzt den Fehler vom Gegner aus. Und ich glaube, damit ist das Spiel auch vorbei. Also ich meine, das war's genau. Schiri pfeift ab und Testspiel 4:2 gegen Kreisliga A-Mannschaft gewonnen. Für mich persönlich auf jeden Fall ja ein akzeptables Spiel. Die Sachen, die ich vor dem Spiel angesprochen habe oder während dem Spiel hier auch angesprochen habe, die nehme ich mir zu Herzen. Aggressiver nach vorne, öfter ins 1 gegen 1 und einfach mehr gefährliche Aktionen bekommen. Mit Ball, Ballbesitz ist auf jeden Fall schon ordentlich, mehr vom Ball oder schneller vom Ball trennen. Aber ansonsten geht's in den nächsten 2 Tagen auch mit dem nächsten Testspiel weiter. Da könnt ihr schon gespannt drauf sein. Ansonsten danke fürs Zuschauen.
bis zum nächsten Mal. Ciao.